Ich möchte ein letztes Mal diese Wege gehen. Alles prangt in herbstlicher Schönheit, als wäre hier nichts geschehen. Bald werden sie das Haupthaus abreißen. Und es wird nichts davon übrig bleiben. Nichts. Außer dem, was ich nie vergessen werde. Ich bin in einem Nachbarort aufgewachsen. Mein Vater war der Bürgermeister. Und dieses Haus sollte ich einmal bekommen. Wilfred Butler hatte es gebaut. Wir hatten ihn nie gesehen. Und er lebte auch nie in dem Haus. Bis zu dem Tag vor Weihnachten 1950. Da kam er schließlich zurück. Zum letzten Mal. Alle bei uns glaubten, sein Tod wäre ein Unfall gewesen. Wir wussten nicht, dass zu diesem Weihnachtsfest noch jemand in Butlers Haus gekommen war. Als amtlich bestellter Leichenbeschauer des Kreises Arlington im Staate Massachusetts erkläre ich hiermit nach einer offiziellen Autopsie durch den Amtsarzt, dass der verstorbene Wilfred Butler infolge eines offensichtlich durch ihn selbst verschuldeten Brandunfalles am Nachmittag des 24. Dezember 1950 umgekommen ist. Es werden keine weiteren Untersuchungen wegen des Leichnams angestellt. Und der Fall wird hiermit offiziell abgeschlossen. Nach der Untersuchung des Leichenbeschauers am Abend von Neujahr begruben sie Wilfred Butler. Niemand gab ihm das letzte Geleit. Es war das Begräbnis eines Fremden.
Ich, Wilfried Butler, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, zumindest was die Welt Geist zu nennen pflegt, vermache hiermit mein Haus mit Grund und Boden und allen persönlichen Gegenständen darin meinem einzigen noch lebenden Verwandten, meinem Enkel Jeffrey Butler, mit der Auflage und Verpflichtung, er möge das Haus verlassen, wie ich es verließ, um die Welt damit an ihre Unmenschlichkeit und Grausamkeit zu erinnern. Zwanzig Jahre lang blieb das Haus genauso leer und unbewohnt stehen, wie Wilfried Butler es verlassen hatte, bis zum vergangenen Jahr. Da begannen Gerüchte zu kursieren, dass es nun schließlich doch verkauft werden sollte. Die Zeitungsmeldung darüber wanderte durch das Land bis in ein Hospital für geisteskranke Kriminelle. Der Mann, der erschien, um das Haus zu verkaufen, hatte es nie vorher gesehen. Er war ein angesehener Rechtsanwalt aus der Stadt, dem sein Job Spaß machte. Stopp! Schau her, bitte. Eine großartige Erscheinung. Oh, sieh doch mal! Hey, warte! Wo läufst du denn hin? Du kannst doch nicht vor mir die Räume betreten. Nur noch ein Foto! Ja, wenn es sein muss. Bleib da stehen. Ja. Ich möchte uns beide drauf haben. Lächeln. Und nun die neuesten Nachrichten vom Tage von Station WLIX. Redakteur im Studio Roger Fellow. Zunächst die Nachrichten in Schlagzeilen. Warenhausbrand in New York. Es wird Brandstiftung vermutet. Flucht eines Insassen des Hospitals für geisteskranke Kriminelle in Margaretville. Polizei hat noch keinerlei Spuren. Hochwasserwelle überflutet. Was habe ich dir gesagt? Ist es hier nicht wundervoll? Können wir uns nicht noch den Rest anschauen? Schätzchen, das war der ganze Ort. Ich fürchte, der May erwartet bereits. Mein Liebster ist so ein bedeutender Mann. Ja, richtig. Logas sagt das auch immer.
Darling. Was? Bleib nicht so lange. Anne, wenn du dich langweilst, sieh dich hier um. Früher oder später werden wir auch das hinter uns haben. Mr. Carter. Mr. Mayor? Ich möchte uns vorstellen. Dies ist Charlie Toman. Er bringt unsere wöchentliche Zeitung, der Patriot, heraus. Mhm. Mr. Toman? Und dies ist Tess Howard. Sie bedient unsere Telefonvermittlung. Erfreut. Wir nennen sie unseren Verbindungsdirektor. Dies ist Bill Mason, unser Sheriff. Würden Sie bitte Platz nehmen, Mr. Carter? An der Spitze des Tisches. Danke sehr. Ich bin erfreut und dankbar für Ihren überaus freundlichen Empfang. Nun also, dann lassen Sie uns beginnen. Wie Sie wissen, habe ich den Auftrag von Jeffrey Butler, der bekanntlich der einzige Erbe seines Großvaters Wilfred Butler ist. Fahren Sie fort, Mr. Carter. Ich glaube, dass Sie interessiert sind am Kauf dieses Hauses, meines Klienten. Interessiert? Wir baten ihn darum. Wir schrieben Briefe und... Das reicht es. Aber es ist wahr. Ärger. Immer und immer wieder Ärger. Ich habe die letzten 20 Jahre oder mehr Leute von hier wegbringen müssen. Landstreicher, Einbrecher, Kinder, das waren die Schlimmsten. Die dachten, sie könnten mit uns machen, was sie wollen. Dieses Gequatsche über Humanität. Nein, 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 Inhumanität. Was zum Teufel soll das, hä? Ja, freilich, aber... Er war ein verbitterter Mann. Hass? Ja, das muss es wohl sein. Ich glaube, er hat uns gehasst. Ja, er hat gehasst. Tja, manche Menschen sind auch so. Für mich ergibt sich die Frage, reflektieren Sie noch auf das Haus? Heißt das, Sie bieten es uns an, Mr. Carter? Genau. Wieso jetzt? Tja, also das ist Mr. Butlers Sache, oder nicht? Sie wissen wohl, wir sind nicht reich. Die meisten von uns sind während der Wirtschaftskrise hergekommen. Aber wir hängen an dieser Stadt. Es ist unsere Heimat. Und natürlich wollen Sie sie ausbauen. Genau das. Mein Klient kann das gut begreifen, hat volles Verständnis dafür. Er würde es unter seinem Wert verkaufen. Für 50.000 Dollar. In bar. Bis morgen Mittag. Da
Das ist ein Batzen Bargeld. Aber die Gewinner bei dem Handel wären Sie. Wie wär's denn mit Wilton? Du bekämst es doch von der Bank. Bin ich richtig verstanden worden? All das Geld? In Ordnung. Ich warte auf Ihre Antwort bis morgen. Sie bleiben über Nacht hier? Ja. Darf ich fragen, wo? In dem Butlerhaus. Wir könnten Sie gerne im Motel unterbringen, als unseren Gast. Nein, nicht erforderlich. Das Paradies-Motel. Das ist wirklich nett von Ihnen, aber ich erwarte Mr. Butler noch zu einer persönlichen Besprechung. Falls Sie telefonieren wollen, schalte ich Ihnen den Anschluss an. Nein, machen Sie sich keine Umstände. Kein Umstand. Sie werden es brauchen. Sie werden sonst einsam sein da draußen. Also, Sie haben mich überzeugt. Danke sehr. Nebenbei, kennen Sie Mr. Butler schon seit Längerem? Nein, bin ihm noch nie begegnet. Er rief mich an, ob ich das für ihn aushandeln wolle, und ich sagte ja. Und er schickte den Schlüssel in mein Büro. Mr. Mayer, Sheriff, Mr. Tillman, Miss Howard. Also bis morgen. Tatsächlich, ich bin froh, dass alles so gelaufen ist. Ein Schlitzohr, ein echtes Schlitzohr. Er ist ein bekannter Anwalt, Bill, und wir haben das zu respektieren. Sag du mir was über Anwälte. Habt ihr gesehen, wie er uns angeschaut hat, was er für Klamotten trägt? Das ist schließlich sein Job. Sag mir bloß nichts über Advokaten. Wisst ihr, was ich erleben möchte? Zwei wie der, die miteinander reden. Und keiner würde dem anderen ein Wort glauben. Ich liebe dich auch. Honey, wenn ich heimkomme, habe ich eine hübsche Überraschung für dich. Oh, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, dann wär's doch keine Überraschung, nicht wahr? Nein, so schnell kann ich nicht heimkommen, aber ich komme bestimmt sehr bald. Sehr bald. Gut. Honey, natürlich vermisse ich dich. Ja. Ich vermisse Mami auch. Laura, alles Gute. Schau, wir telefonieren morgen. Nein, sag Jenny, ich muss wieder in die Sitzung. Ja, wenn du das so ansehen willst, dann habe ich ziemlichen Erfolg damit. Dasselbe für dich, Darling. Was bedeutet das? Viel Vergnügen. Wenn wir es kriegten. Was dann? Abreißen. Okay. Wohl besser, wenn ich gehe. Tu mir einen Gefallen, Tess. Ruf Diane an und sag, ich ging nach Wilton. Es wird vielleicht später. Es ist wunderschön. Findest du nicht? Ja, Butler hat nicht gelogen. Der Preis, den er will, ist lächerlich. Das wirkt so verschwenderisch. Mhm.
Sein Großvater saß als Denkmal. Siehst du, der Verwalter hat alles so belassen, wie es mal eingerichtet war. Was für eine Art Denkmal soll das denn sein? Tja, das ist das Merkwürdige. Niemand erinnert sich an irgendwas. Das ist doch nicht unüblich in Amerika. Oh, ich glaube, das kenne ich. Und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, ich bin sein. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there. Wunderschön. Ja, bei Beerdigungen singen sie es. Auf dem Friedhof? Auf einem kleinen Friedhof in Georgia. Und auch auf einem Friedhof in Florida. Aber sie sind beide längst der progressiven Städteplanung geopfert. None other, as ever, no. Was ich in dem Delikatessladen bekommen habe, ist Schinken, Salami, Kartoffelsalat, Macaroni und eine Flasche Wein. Dann nehme ich Schinken und Macaroni. Ich nehme Kartoffelsalat. Hast du den Wein ausgesucht? Hat der Delikatessenmann empfohlen. Er sagt, es sei eine besondere Auslese. Oh, wirklich? Der ist für Kenner. Jahrgang 1970. Kaum noch zu haben. Kann ich auch davon haben? Natürlich, natürlich kannst du. Danke sehr. Bestimmt war es ja einmal wundervoll. Was? Die Menschen, die hier lebten. Ihr Leben stelle ich mir wundervoll vor. Vielleicht war es das, vielleicht auch nicht. Wenn du dir die Situation damals zur Weltwirtschaftskrise vorstellst, da gab es Zusammenbrüche, Bankrotts, Elend, Verzweiflung und Verbrechen. In dieser Zeit also hat sich jener Butler das Haus gebaut und es so eingerichtet. Dann muss es mal so gut gegangen sein. Vielleicht. Aber was wird nun aus diesem Haus? Es besteht der Plan, 8 Parzellen zu machen. Da kommt also eines Tages eine Kolonne und reißt das hier alles nieder und danach entstehen kleine Einzelhäuser. Alle auf diesem Grundstück, damit es 8 stolze neue Hausbesitzer geben kann. Ein Bulldozer wird den Hügel heraufkommen auf dieses Haus zu. Das wird die Überraschung seines Lebens sein. So werden die schönsten Dinge in der Welt von Dummheit und Geldgier zerstört. Aber warum will dein Auftraggeber das zulassen? Er muss doch das Haus kennen. Naja, er will wie fast jeder von uns Geld haben. Er verlangt lediglich $50,000 bar für den ganzen Besitz. Und wenn er ein bisschen warten würde, könnte er mindestens rauskriegen 250.000. Aber er hat keine Geduld. Es ist nicht zu fassen. Wie wäre es, wenn wir nach oben gingen? Du weißt, eines der größten Vergnügen im Leben besteht in dem Vergnügen, ein Vergnügen zu erwarten. Ist es nicht so? Wir sind schon sehr nahe davor, nicht wahr? Sicher, liebe, sehr nahe. Ich sehe noch nirgendwo ein Bett. Sieh dich um, Liebling. Butler sagt, das Haus ist komplett eingerichtet. Ja, komplett eingerichtet.
Irgendwas los gewesen? Nein, aber schauen Sie mal her. Immer noch Fußball, ne? Sehen Sie, die zerdrückenden Quarterback. Sehen Sie nur auf seinen Arm. Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, Tess, was ist denn nun mit dem Telefon zum Butler aus? Funktioniert? Dann versuch's mal. Ich warte. Oh ja, Miss Howard. Ja, das Telefon funktioniert gut. Ja, das ist nett von Ihnen anzurufen. Vielen Dank. Gute Nacht. Ah, nee, ich muss noch mal zum Wagen. Ein paar Zigaretten holen. Es dauert nicht lange. Okay. Hab keine Angst allein. Aber nein. Hast du die Zigaretten? Ja, ja, ich hab sie. Gibst du mir eine? Aber sicher. Ist das nicht eine merkwürdige Sache, dass diese Zigaretten in so kleinen Päckchen sind? Siehe. Oh, das ist für mich? Mhm. Darf ich es aufmachen? Oh, nein, 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 nein. Unsere Weihnachtsbescherung ist erst morgen. Ist das ein Befehl? Ja, Mem, das ist ein Befehl. Bill, da ruft jemand vom Butlerhaus. Okay, gib mir's rüber. Sie können sprechen. Mr. Carter? Ich bin nicht Carter. Wer dann? Der Besitzer. Butler? Ja, ich bin zurückgekommen. Carter ist nicht da. Sprich lauter, ich kann nicht verstehen. Was ist los? Was nicht in Ordnung? Carter ist nicht da. Er ist weg. Würdest du bitte kommen? Okay, okay. Wirst du da bleiben und da wohnen? Ich warte auf dich. Bitte schnell. Ich fürchte mich. Nur keine Sorge. Ich komme schon.
Mr. Butler, sind Sie da? Tess, ich bin zurückgekommen. Was ist los? Tess. Ich will dich sehen. Hallo, wer ist da? Du kennst mich, Tess. Ich bin Mary Ann. Sag's dem Mayor. Sag's ihnen allen. Ich warte im Haus meines Vaters. Tess, es ist so einsam hier. Bleib nicht so lange. Hallo! 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 Alle. Hallo? Oh Maggie, Gott sei Dank. Was ist denn los, Tess? Es braucht sich was zusammen. Was Schreckliches, kannst du schnell losfahren? Oh, ich sitze beim Fernsehen. Maggie, Dali, du begibst dich jetzt hierher. Na gut, wenn's sein muss. Los, bitte beeil dich. Beeil dich doch, Maggie. Okay, Mister, das ist nahe genug. Wen suchen Sie hier? Den Mayor. Tut mir leid, mein Vater ist nicht zu Hause. Keine falsche Bewegung. Wollen Sie, dass ich die Hände hochnehme? Nein. Bleiben Sie da stehen. Warum starren Sie mich so an? Ich glaube, ich kenne Sie von irgendwo. Das liegt an dieser Kanone. Ich habe Angst vor Ihnen. Das kann ich verstehen. Vielen Dank. Trägt hier jeder so ein Ding mit sich rum? Sie können ja den Sheriff fragen, wenn er erscheint. Ich rufe ihn an. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Das Sheriffbüro ist leer. Woher wollen Sie das wissen? Ich war gerade dort. Wer sind Sie? Jeffrey Butler. Sie verkaufen also das Haus? Ja. Haben Sie irgendeinen Ausweis? Kommen Sie. Lachen Sie nicht über mich. Ich will Ihren Ausweis. Ein Verrückter ist aus Margaret's Will geflüchtet. Okay. Legen Sie ihn auf den Tisch. Auf den alten Platz.
Kalifornischer Führerschein. Kann man ja gratulieren. Wollen Sie auch meine Irrenkarte? Aus der Klapsmühle? Die bekommt man, wenn man abhaut. Da ist ein großes rotes M drauf, das soll die Leute verwirren. Okay, also es tut mir leid wegen der Kanone. Mein Vater ist in Wilton, ihr Geld besorgen. Alles, was ich will, ist in mein Haus zu gehen. Im Sheriffbüro muss ein Schlüssel sein. Der Assistent müsste Bescheid wissen. Wo finde ich den? Sie gehen die Straße runter bis zur Markthalle, dann kommt ein weißes Haus mit weißen Fenstern und da stehen Sie bereits davor. Danke. Ist in Ordnung. Frohe Weihnachten. Ihnen auch. Wenn ich nicht in einer Stunde zurückrufe. Was dann? Ruf den Mayor an. Oder Mr. Toman. Und niemand anderen. Versprich mir, dass du das tust. Aber sicher. Notier dir, Sunny. Dann vergisst du's nicht. 101. Ich fahre auf der westlichen Straße 5 zum Butlerhaus. Ihr hört von mir. Was zum Teufel bedeutet das Licht da draußen? Haben Sie den Assistenten vom Sheriff gefunden? Nein, er war nicht da. Verstehe ich nicht. Wollte nicht Ihr Anwalt im Haus übernachten? Die Tür war verschlossen. Sein Wagen stand davor, den habe ich mir ausgeborgt. Das heißt, Sie haben ihn gestohlen? Ja. Ich fand ihn schön warm. Und wenn er ihn braucht? Ist sein Problem. Wen erwarten Sie zum Essen? Oh, Daddy. Wir essen an jedem Donnerstagabend zusammen. Würden Sie gern etwas zu essen haben? Nein, ich habe schon gegessen. Im Paradise Motel. Oh, ich hörte, das ist schrecklich. Wie wär's mit dem Drink? Ja. Das ist ein edler Bourbon. Den trinken Sie ja alle gern. Mögen Sie den? Ja, sehr gern. Sie sehen müde aus. Ich bin's auch. Dann, dass Ihr Geschäft klappt. Cheers. Warum wollen Sie eigentlich das Haus verkaufen? Ich brauche das Geld. Nach all den Jahren? Es geht nicht anders. Wie sieht's eigentlich da drin aus? Wissen Sie, ich habe es noch nie von innen gesehen. Als ich noch klein war, sagte Vater immer, ich sollte mich davon fernhalten. Es könnte was Schlimmes passieren. Es war so eine Art Geisterhaus. Ich habe es noch nie gesehen. Sie verkaufen es und haben es noch nie gesehen? Ja. Naja,
Schade drum. Weil es der einzige Platz ist, der noch uns Sicht bietet. Oh, ich vergaß, dass da jemand angerufen und eine Nachricht für meinen Vater hinterlassen hat. Sie sagte, sie würde in ihrem Haus auf ihn warten. Im Empfangszimmer. Welche Frau sollte in meinem Haus im Empfangszimmer warten? Keine Ahnung, und die Stimme war mir unbekannt. Ich kümmere mich drum. Kann ich mitkommen? Weshalb? Ich bin ehrgeizig. Ich nehme an, Sie gehen bald nach Kalifornien zurück. Wohin? Nach Kalifornien. Ihr Führerschein, erinnern Sie sich? Nein, ich werde so rumreisen. Jeff, schauen Sie, da ist der Sheriffwagen. Mal den Grabstein. Mhm. Sehr gepflegt. Wer das Kreuz trägt, wird die Krone erringen. Wilfred Butler. Mein Großvater. Es ist kalt. Jemand hat seine Sonnenbrille verloren. Die trägt der Sheriff. Mein Anwalt ist verschwunden. Ebenso der Sheriff. Und Sie kriegen seltsame Anrufe. Und irgendwer interessiert sich für das Grab meines Großvaters. Lassen Sie uns hier verschwinden. Wollen Sie immer noch in mein Haus? Ja. Aber ich ginge nicht gern allein. Hören Sie... Ich habe keine Angst. Natürlich nicht. Es ist die Kälte, deshalb zittere ich. Lassen Sie uns von hier weggehen. Okay. Wir besorgen uns Hilfe in der Stadt. Es ist eine Fahrt von 10 Minuten. Gute Nacht, Mr. Toman. Ich wünsche schöne Feiertage. Der Assistent ist nicht da, dafür aber Toman. Wer ist Toman? Kommen Sie, Sie werden sehen. Mr. Toman, warten Sie. Nein, bitte, ich muss mit Ihnen reden. Entschuldigen Sie, dies ist Jeffrey Butler. Er ist der, der das Haus verkauft.
er kann aber nicht hinein. Und mein Vater ist nach Wilton gefahren, also sind wir erstaunt, dass... Ist was los? Er schreibt's auf. Tess? Sie ist in seinem Haus. Warum ist sie da rausgefahren? Ich weiß nicht. Wie auch immer, sie kann nicht rein. Er sagt, es ist verschlossen. Er sagt, sie hasst das Haus. Würden Sie gern dahin fahren? Diane kann hierbleiben und sich einschließen. Ich habe keinen Schlüssel. Moment, das ist noch nicht mein Haus. Hier wohnt Tess. Tess ist nicht da. Sind Sie nur zufrieden? Sie muss zu mir gefahren sein. Warum wollte sie nicht dahin? Sie hasst es. Möglicherweise wollte sie wissen, wer die Frau da ist. Jemand hat vorhin bei Maya angerufen. Sie sagte, dass sie wartet. Was soll das? Jemand da? Wer ist dort? Ich bin Diane Adams. Wir sprachen schon vorhin. Bring deinen Vater in das Haus. Hier ist Mary Ann. Sag ihm, ich habe das Tagebuch. Ich warte. Wer sind Sie? Ihr Auftrag New Village hat sich erledigt. Kehren Sie zu Ihrem Standplatz zurück. Streife 21, fahren Sie ohne Vorrecht zur Tankstelle Kreuzungsstraße 7 und 51. Thank you.
Sheriff, ich habe deinen Wagen gesehen. Bill, bist du da? Die Stimme am Telefon hat gesagt, Weihnachtsabend 1935. Aber das war nicht der Beginn. Es fing 1927. Das Butlerhaus wird von Wilfred Butler wieder instand gesetzt. Danach fanden darin gesellschaftliche Veranstaltungen statt. Nichts Besonderes. Dann, 1930, stirbt Butlers Frau Catherine an Tuberkulose. Im August 1933 beginnt es. Wilfred Butlers Tochter wird grausam überfallen und vergewaltigt. Ihr Name ist Mary Ann. Denselben Namen gebrauchte der nächtliche Anrufer, der mir Botschaften auftrug. Sie war 15 Jahre alt und am 2. November 1934 brachte Mary Ann Butler einen Sohn zur Welt, Jeffrey Butler. Jeff. Anfang 1935 wurde das Butlerhaus an einen Dr. Robinson übergeben, als Sanatorium für gemütskranke Patienten. Und dann begann Butler zu erklären, er habe seine eigene Tochter Mary Ann in die Obhut des Sanatoriums übergeben. Diese Geschichte hat überhaupt kein Ende. Sie wurde sorgfältig aus allen möglichen Papieren zusammengetragen. Warum hat das Thoman getan? Warum erschrecken Sie mich? Was ist passiert? Was passiert ist? Tess hat 40 Vogelkäfige. Tommen ist hysterisch und alle sind in meinem Haus außer mir. Es ist kalt draußen und Sie haben nicht mal die Tür abgeschlossen. Jeff, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin, Sie meinen, wie viele Jahre ich gelebt habe? Also, da steht eine Menge in den Papieren über Ihre Familie. Ich möchte nicht gerne mit meiner Familie sprechen. Warten Sie mal, da rief eine Frau an und sagte, ihr Name wäre Mary Ann. Das war der Name ihrer Mutter, nicht wahr? Meine Mutter starb im Kindbett. Deshalb bin ich auf Wanderschaft. Das steht in den Papieren anders. Was soll das alles? Ich finde, Sie sollten das auch alles mal lesen. Tät Ihnen gut. Nichts, was Sie mir über meine Vergangenheit oder Zukunft sagen, kann gut für mich sein. Wo sind die Papiere? Auf dem Tisch hinter mir.
Sie haben mich immer belogen. Und was soll denn nun werden? Jeff, nehmen wir an, Ihre Mutter lebte noch. Könnte sie nicht im Haus auf Sie warten? Ich weiß nicht. Komm also. Keine Umwege mehr. Lassen Sie uns rausfahren. Bleiben Sie da weg! Es ist Tormann! Weg da! Er ist tot. Seine Hände. Jemand hat ihm seine Hände abgeschnitten. Sie haben ihn getötet. Sie haben Tormann umgebracht. Er wollte um Hilfe bitten. Und sie töteten ihn. Gehen Sie in den Wagen. Die Autoschlüssel hat er mitgenommen.
Mr. Mayor. Ja, was ist? Hier spricht Mary Ann Butler. Ich rufe von meinem Haus an. Würden Sie bitte herkommen, Mr. Mayor? Wir machen so ein kleines Treffen. Alle sind hier. Sogar Ihre Tochter. Ich schreibe dies, obgleich ich nicht will, dass es jemand liest. Weder meine geliebte Tochter, noch mein Enkel Jeffrey. Ich schreibe es nur für mich selbst in der Hoffnung, dass mir vergeben wird, falls das noch möglich ist. Und ich schreibe es für dich, Mary Ann, deren Kindheit und Unschuld ich zerstört habe. 1935 hatten die Ärzte meine Tochter bereits ein Jahr in Behandlung. Ich hatte geglaubt, sie könnten sie heilen. Das Kind Jeffrey hatten sie uns weggenommen und nach Kalifornien in Pflege gegeben. Ich verwandelte mein Haus in ein Sanatorium und brachte die Ärzte dazu, hier zu leben. Sie holten weitere Patienten her und fühlten sich wohl bei mir. Und ich erinnere mich an eines gewiss. Es kann kein reizenderes, glücklicheres Kind gegeben haben. Hören Sie, Ladies und Gentlemen, ich bringe jetzt also einen Toast. Oh, Doktor, bitte. An Weihnachten nach diesem ersten Jahr wusste ich, dass ich jetzt handeln musste. Nicht für mich, sondern für mein hilfloses Kind. Und lassen Sie uns auf eine glückliche Zukunft trinken. Noch hatte ich keine Pläne. Alles, was ich wusste, war, dass ich sie diesen Menschen entziehen musste. Und sie versprachen es mir auch. Aber sie logen. Erheben wir uns also. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Ich wusste, spätestens am Nachmittag würden sie alle in einen Anfall von Stumpfsinn versinken. Davon befürchtete ich das Allerschlimmste. Sie benahmen sich nicht mehr wie Gäste, sondern als gehörte ihnen mein Haus bereits. Hatten sie sich erst wie arme Verwandte verhalten, so wurde ihr Benehmen nun immer frecher und geriet außer Kontrolle. Thank you.
Nach dem Essen begannen sie zu tanzen und tranken Unmengen Alkohol. Die ganze Zeit lächelte mich Dr. Robinson an und beschwichtigte mich. Sie brachten mich dazu, ihnen zu glauben. Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Wilfred, vertrauen Sie mir. Sie können mir wirklich glauben, dass... Mary Ann wird gesund, sagte er. Er sähe einen Hoffnungsschimmer, einen Lichtschein am fernen Ende eines langen Tunnels. Das ist ein Licht am Ende eines langen Tunnels. Bleiben Sie nur hier, Doktor. Ich hole neuen Champagner. Der Mann war fertig, das wusste ich. Besoffen, fett und von seiner Wichtigkeit überzeugt. Ich ging. Grausamkeit gegenüber Mary Ann war unmenschlich gewesen. Das wusste ich. Ich hatte versagt und unser gemeinsames Kind Jeffrey verlassen. Ich war schuld an ihrem Zustand. Und ich schwöre, alles, was ich an diesem Nachmittag wollte, war, mein Kind zu retten. Meine ganze Hoffnung war, sie von diesem Haus fortbringen zu können. Außerdem wollte ich auch die anderen gequälten Wesen befreien, die so lange von den Ärzten misshandelt worden waren. Ich hätte wissen müssen, was geschehen würde, wenn ich diese Verrückten freilasse. Und das ist meine Schuld. Ich wusste es und ich befreite sie dennoch.
Geisteskranken freigelassen hatte und sie ins Haus laufen sah, wollte ich für Mary Ann und mich einen Wagen besorgen. Dabei ist sie mir davongelaufen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Augenblick das geschah. Ich nehme an, dass die Irren, als sie Mary Ann im Esszimmer entdeckten, sie für jemand hielten, der zum Haushalt und damit zu ihren Peinigern gehörte. Und so brachten sie das Mädchen um. Die Verrückten feierten bis in den Morgen. Danach flohen die meisten von ihnen, ich weiß nicht wohin. Ich will nie vergessen, was sie meinem Kind angetan haben. Seit jenem Weihnachten habe ich in Gefängnissen, Heilanstalten und Asylen als ein Unbekannter gelebt. Wie ein Tier. Ich wanderte herum in Verbitterung. Und alle Jahreszeiten wurden für mich zu einer einzigen. Zur Zeit der Rache. Wilfried Butler ist noch am Leben. Dieses Haus gehört noch ihm. Ihr Großvater ist 1950 gestorben. Er ist in den Flammen umgekommen. Hier im Haus. Mein Großvater hat in diesem Haus Benzin über seinen Körper gegossen. Die Stadt wollte daran glauben, dass er tot ist. Das glauben sie noch. Dieses Haus war eine Heilanstalt. Die Insassen haben ein Massaker veranstaltet. Tess, Toman, der Sheriff, ihr Vater. Geisteskrank. Alles Geisteskranke. Sie töteten meine Mutter, die noch ein Kind war. Ist da jemand? Ist da jemand? Dein Vater! Fürchte dich nicht. Ich tu dir nichts. Es wird alles gut. Alles wird gut. Aber Mary Ann, du wirst doch nicht vor deinem Vater weglaufen. Warte doch, ich tu dir nichts. Bitte.
Ich weinte die ganze Nacht. Am Morgen hatte ich keine Träne mehr. Mir wurde klar, dass sowohl Jeff wie auch mein Vater geglaubt hatten, auf den Mörder zu schießen. So wurden sie die letzten beiden Opfer dieses Hauses der Opfer. Und nun, ein Jahr danach, reißen sie es nieder. Wilfred Butlers Denkmal. Nur meine Erinnerung an das, was hier geschah, kann mir niemand wegreißen und tragen helfen.